grüß dich. Es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eiber. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wunderbaren Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über dich. Bitte wähle dein Foto aus. Ja, und damit erstmal willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf Zwergfürst LP. Wir spielen hier Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Sinnoh Remakes. Am 19.11.2021 erschienen für Nintendo Switch und direkt zu Release gespielt. Am Nachtag dann auf YouTube veröffentlicht. So, jetzt müssen wir als erstes mal uns entscheiden, männlicher oder weiblicher Charakter. Also so war das früher. Früher hat man männlicher oder weiblicher Charakter gewählt. Jetzt haben wir hier sogar noch eine Auswahlmöglichkeit. Und welche Haarfarbe und welche Hautfarbe wir haben wollen. Also zu mir passt am besten der hier, das ist natürlich... Das ist der klassische blasse westeuropäische, der kaukasische, der Charakter. Eigentlich müssten wir der Regel nach, die es auf meinem Kanal gibt, müssten wir einen weiblichen Charakter spielen. Weil in den Haupteditionen war die Regel, spiele ich immer einen männlichen Charakter. Und in den Special Editionen, also in den Remakes oder sowas, da spiele ich immer einen weiblichen Charakter. Das ist ein Remake, also machen wir das gleich so. Spielen wir einfach einen weiblichen Charakter. Folgen wir der Regel auch weiter. Auch in Let's Play Against und so weiter wird also alles, was nicht erstes Let's Play von einer Hauptstory ist, das kriegt bei mir einen weiblichen Charakter. Und dann würde ich doch gleich sagen, nehmen wir nicht den Basic-Typ. Sollen wir eine Blondine spielen oder eher hier so eine Brünette mit so ein bisschen, ja, nicht so blasse Haut. Und die Blondine, ich würde sagen, ich bin Freund davon, da mal die Blondine zu spielen, oder? Was denkt ihr? Das ist, könnt ihr jetzt mir höchstens in den Kommentaren sagen, scheiße, dass du das gewählt hast, ich hätte lieber das gewählt. Ich würde sagen, mal ein bisschen was Spezielleres, nicht so der einfache Typ, sondern mal einfach blond, spielen wir eine Blondine. Warum nicht? Eigentlich machen wir das so. Wie heißt du denn? Okay, ja, mein Name ist natürlich hier. Wie alle Jahre wieder. Natürlich ist mein Name Zwergi. Der Name lautet also Zwergi, richtig? Verstehe, Zwergi heißt du also. Das ist aber ja mal ein schöner Name. Och, danke. Ich fühle mich geschmeichelt. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Verrätst du mir auch seinen Namen? Okay, hier haben wir die Auswahl. Lutz Berry, Marco Jochen oder ein neuer Name. Hm.
Und wir geben dem, glaube ich, einen neuen Namen, würde ich sagen. Aber wie nennen wir ihn? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Diesmal ist ausnahmsweise nicht Modi. Bei Pokémon Let's Go Evoli habe ich gespielt. Da habe ich den Freundescharakter Modi genannt. Und auch bei Pokémon Mystery Dungeon habe ich den auch Modi genannt. Jetzt ist es mal Serpi. Serpi heißt er. Ja. Zwei, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzählige Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Trotz aller Bemühungen, es ist dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gardus scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gardus wurde Ihnen präsentiert von Juwelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder, gleiche Welle, gleiche Stelle. Und da strecken wir uns. Das ist unser Chibi-Charakter, den wir hier spielen. Und damit nochmal richtig offiziell. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodom zu einem neuen Let's Play auf Zwergenfürst-LP. Mit dem Zwergenfürst-LP. Mit Zwergi, die wir hier spielen. Ja, wir spielen hier den kleinen weiblichen blonden Charakter. Ja, so sieht's aus. Und das ist unsere Butze hier, unser Bude. Können wir uns gleich hinlegen und schlafen? Oh ja, wir können uns hinlegen und ein Nickerchen machen. Sehr schön. Und hier liegt die neueste Konsole. Da steht die neueste Videospielkonsole, eine Nintendo Switch. OLED hieß die, glaube ich, die neueste Konsole. Der Fernseher ist ausgeschaltet. Du wirfst einen Blick auf den PC. Grundwissen über Pokémon. In dieser Welt leben Menschen und Pokémon Seite an Seite. Personen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Sehr schön. Hier haben wir noch Notizbuch und Stifte. Können wir nicht angucken. Der X-Knopf öffnet das Menü. Schönes Wandtattoo. Hier haben wir auch schon das Menü. Geh ins Erdgeschoss. Leer. Okay, haben wir Einstellungen. Texttempo. Ja, das können wir später nochmal ändern. So, jetzt betreten wir erstmal die Welt der Pokémon. Gehen auf unser Abenteuer. Ja. Sinnoh Remakes. Ich freue mich wahnsinnig. Ein Stück Kindheit, was zurückgekehrt. Zwergi, Serpi war eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend. Und das ist unsere Mutter. Und sie hat, wie wir es kennen, natürlich kein Bett, sie schläft in der Küche. Das ist, ja, so muss das sein. Noch etwas, halte dich von hohem Gras fern, Zwergi. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes. Aber so... Ja, Mami, ich pass schon auf. Pass schon auf mich auf. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Showstar dieses Klugheitswettbewerbs im Anfängerrang ist Kai.
Ein fantastischer Auftritt mit einem vor Klugheit nur so sprühenden Pokémon. Das war's für heute auch schon von uns. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Ja, Mutti schläft hier in der Küchenzeile. Die hat so eine Luftmatratze hier irgendwo versteckt und liegt dann hier. Legt sich dann hier die Luftmatratze aus und schläft dann in der Küche. Die Küche ist so blitzblank, dass man sich im Fußboden spiegelt. Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsnachtisch. Aha. Ein Keks auf dem Tisch. Hier bereitet Mama all ihre leckeren Gerichte zu. Toastet Kekse. Oha. Willkommen in Zweiblattdorf. Oh. Es ist irgendwie so ein bisschen, es ist romantisch, Kindheitserinnerungen. Haus von Zwergi. Ich fühle mich zu Hause, das ist so, auch wenn der Stil hier, der Chibi-Stil nicht so wirklich meins ist, dann muss ich wirklich sagen, bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, aber ja. Trotzdem schön, ich fühle mich zu Hause. Mein lieber Johnny, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich meine, du kannst ja jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Und das völlig drahtlos. Online. Das gab's früher noch nicht. Jetzt guckt man Diamant und Pearl-Zeiten. Auf dem DS. Hast du schon das Neueste gehört? Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er vier Jahre nicht mehr in der Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das ein oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat? Hey, hey, Zwergi, ich will ein niedliches Pokémon haben. Okay. Willkommen bei der Pokémon-Forschungsecke. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genau unter die Lupe nehmen. Ah, da hätten wir auch schon ein Exemplar. Ein wildes Golking. Trägt es da etwas bei sich? Was mag das sein? Sehen wir uns das einmal näher an. Na, zeig doch mal her. Aua, mein Finger. Musst mich doch nicht gleich kratzen. Menno. Na gut, wilde Golking können also eine Fiole Zauberwasser tragen. Vielen Dank, Golking. Hier hast du dein Fiole Zauberwasser zurück. Verreckt dran. Aua, 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 aua. Jetzt hat er mich schon wieder gekratzt. Wie üblich habe ich es geschafft, ein Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit zu gehen. Bis bald. Sehr schön. Zweiblattdorf. Versuche mal Gary, wollte ich gerade sagen. Den Seppi natürlich. In seinem Haus dort. Dann gucken wir erstmal hier, sprechen wir erstmal mit der hier und dann brechen wir in ihr Haus ein. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Doch letztlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sich gerne mit uns anfreunden. Hier hinein. Okay, wen haben wir denn hier? Gehst du dich wieder mit Serpi treffen? Ja? Ihr zwei seid echt dicke Freunde. Hier ist wieder eure Helena. Mit dem Wetter. Brr, ist das kalt heute. Es fällt sogar Schnee in Blizzach. Da möchte man glatt nach noch einmal Kind sein und ausgelassen in der weißen Pracht herumtrollen. Aber dafür ist es einfach viel zu kalt. Da gehe ich lieber nach Hause und mache es mir mit meinem Pipi gemütlich. Das war's auch schon wieder von dem Wetter und von mir. Bis zum nächsten Mal. Die TV-Sendungen hier sind großartig. Ja. Mit Splate haben wir das Originalspiel nie. Obwohl, ich glaube 2016 gab es mal so ein Random Let's Play, gab es dort damals, wo ich glaube, ein Part habe ich da mal gespielt irgendwie. Schaut es euch nicht an. Also ein richtiges Let's Play gab es damals nicht.
Ah, hallo Zwergi, hör mal, Serpi hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum schaust du nicht mal bei ihm vorbei? Na, gerne doch. Nur sprinten kann ich noch nicht. Haus von Serpi. Okay, dann gucken wir da mal rein. Oha, Rums. Was? Wie? Oh, hey, Zwergi. Hör mal, ich gehe zum See und du auch. Worauf wartest du noch? Beeil dich, zack, zack. Ich stelle dir 1 Million Poker in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich habe dich gewarnt. Ah, ich habe was vergessen. Haus Friedensbruch bei Serpi. Hallöchen, Serpis Mom. Oh, schön dich zu sehen, Zwergi. Du suchst bestimmt Serpi, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kam kurz darauf auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht still sitzen, von wem er das bloß hat. Ich weiß nicht, von mir bestimmt nicht. Das vorangegangene Programm wurde ihm präsentiert von Jubelstadt TV. In Seppis Kühlschrank. Oh, schade, kann ich nicht alle machen. Im Kühlschrank. Ich nehme besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit. Oh hey, Zwergi! Los, nichts wie auf zur See. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann unterwegs. Und trödle ja nicht rum, sonst wären 10 Millionen Poke Strafe fällig. Bin mir jetzt hier Poke oder Poke Dollar, wie war das? Rein in selbes Bett. Kann man nicht? Schade. Besuchen auch Sie die Trainerschule für einen harmonischen Umgang mit Pokémon. Da steht Serpis Videospielkonsole, eine Nintendo Switch. Muss der Nachbar jetzt hämmern? Du wirfst einen Blick auf den PC-Bildschirm. Abenteuerregel Nummer 1. Drück den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Abenteuerregel Nummer 2. Wähle Speichern. Fortschritt zu sichern. Mehr steht da nicht. Ein tolles Notizbuch, in dem nichts drin steht. Ja, ich spiele das Spiel hier gerade tatsächlich am Release Day. Am 19.11. Um es euch dann am 20.11. direkt hochzuladen. Hübsche Blumen. Und gleich mal gießen. Die ersten beiden Parts werden heute schon online kommen. Am 20.11. Also werden morgen online kommen. Könnte ich noch freuen. Und dann freue ich mich auf ein spannendes neues Let's Play. Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gardos. Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir ziehen los und suchen es. Muss das sein? Was hat deine Mutter noch gleich gesagt? Halte dich von hohem Gras fern, Zwergi. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes. Aber so... Okay, jetzt kriegen wir mal diese Predigt zu hören, wo wir versuchen, ins Gras zu gehen. Müssen wir also nicht noch ein zweites Mal versuchen. Wahrheitsufer. Hier darf man nicht lügen. Es gibt Ärger. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Gardos finden. Na nö. Professor. Am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Dann muss ich wohl mich geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als früher. Aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Los jetzt,
und gehen wir. Professor, wie fühlt es sich an, nach vier Jahren endlich wieder in Sinno zu sein? Nun ja, eins nach eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinno gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Entschuldigung, dürften wir bitte mal durch? Sorry, Leute. Herr Professor, Sie haben Ihren Koffer vergessen, liegen lassen. Ah, der Alte wird schon dement. Was soll das denn, die zwei? Hä, Zwergi, los, sehen wir uns das mal an. Ich glaube, der hat seinen Koffer dort vergessen. Was sagst du dann? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem. Wir werden uns nicht lang genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon zu locken, sagt er. Ein Koffer? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir können ihnen das Ding ja zurückbringen, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. Wir bleiben nicht lang genug im Gras dran. Pokémon! Was jetzt? Sieh mal, da liegen Pokébälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon. Dann wird gekämpft. Welches soll es denn nun werden? Chelast? Schimpansen-Pokémon Panflam? Pinguin Plinfa. Die Entscheidung fällt mir nicht mehr schwer. Die ist mir früher natürlich sehr schwer gefallen. Pokémon Diamant. Die vierte Generation war meine erste Edition, die ich gespielt habe als Kind. Ja, das war meine Einstiegsgeneration. Das war die allererste Entscheidung. Panflam, Plinfa oder Chelast. Das war eine schwere Entscheidung, aber ihr wisst, also wer meine Pokémon-Let's Plays geguckt hat, der weiß, ich bin ein großer Feuer-Pokémon-Fan, ich bin der Feuertyp. Und ja, das ist so, wie ich damals auch als allererstes Pokémon das Schimpansen-Pokémon Panflam gewählt habe, so werde ich es auch jetzt wieder tun und werde natürlich Panflam nehmen als Starter. Ja, könnt ihr mich in den Kommentaren auch verfluchen, aber so wie in alten Zeiten muss ich es natürlich jetzt auch machen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Panflam ist mein, das ist mir so ins Herz gewachsen im Laufe der Zeiten. Ich kann gar nicht anders. Ich wähle dich, Panflam. Oha. Ein Starrelli wild erscheint. Und da sind die Chibi-Figuren auch schon weg. Das war der erste Punkt, den ich am Spiel kritisiert hatte, als ich die Trailer gesehen habe. Das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, ist schon richtig, die haben es versucht, detailgetreu wie möglich zu halten. Und ja, damals waren die alle so klein, die Figürchen im Spiel, weil es auf dem DS schlecht anders ging. Hier auf der Switch ist jetzt die Möglichkeit da. Da könnte man es jetzt machen. Könnte man auch die großen Charaktere dort rumlaufen lassen. Ich habe auch generell nichts gegen die Chibi-Figuren, aber ja, so ein bisschen, das stört mich jetzt. Das juckt mich ein bisschen, die großen Figuren im Kampf und die kleinen Figuren dann in der Welt. Da war so mein Ding, was ich halt da hatte, entweder nur Chibis und dann auch in den Kampfszenen Chibis oder die ganze Zeit große Charaktere. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber gut.
Davon wollen wir uns jetzt nicht von Abenteuer Spaß ablenken lassen. Das nimmt natürlich nichts. Das ist jetzt, ich kritisiere hier schon zu Anfang, aber ja, es ist jetzt nicht, dass ich das Spiel in Müll werfen werde und da sagen werde, nö, spiele ich nicht weiter. So einer bin ich ja nicht. Es macht das Spiel ja kein Stückchen schlechter. Das ist, ja, eine Kleinigkeit. Jammern auf hohem Niveau. So, Staralini besiegt. Boah, dein Brandflamme war einfach spitze. Mein Plinfer war natürlich um Längen besser als dein Pokémon. Ja, wie wir alle wissen, weht der Rivale oder der Freund dann natürlich das andere Pokémon, das gegnerische, das Pokémon, was vom Element her unserem überlegen ist. Es war damals noch so. Das ist jetzt in den neueren Versionen leider nicht mehr so der Fall. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal zu uns. Aber wir hatten ja keine Wahl. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Uff, ihr habt den Koffer gefunden. Der Professor würde an die Decke gehen, wenn er das spitz kriegen würde. Ah, was? Habt ihr zwei etwa die Pokémon eingesetzt? Oh Mann, wie soll ich das nur dem Professor erklären? Dieser Koffer gehört dem Professor. Also bringe ich ihn dem lieber jetzt erstmal zurück. Was sollte das denn jetzt? Zengi, lass uns erst mal von hier verschwinden. Meine Pokémon wurden außerdem bei dem Kampf verletzt. Sollten wir noch mal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Okay, dann gehe ich schon mal vor. Okay, er kommt hinterher. Ich dachte, du würdest... Na gut. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt der uns so eindringlich an? Lucius hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Panflam und Plinfer. So ist das also. Lucius, ich gehe zurück ins Labor. Jawohl. Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann.